So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute Gier, also Gerümpel. Ne? Und wichtige Triggerwarnung dazu für niemanden außer für meine Frau. Weil meine Frau die einzige ist, die ein Recht darauf hat, eine Meinung dazu zu haben, wie ich rumrenne. Ja? Und sie findet, diese Mütze sieht doof aus. Und daher, Schatz, Folgendes nicht angucken. So, und für alle anderen gibt es jetzt eine Review, eine Empfehlung zur Bundeswehr-Wintermütze. Tada! Also, das, was ich hier jetzt auf dem Kopf habe, das ist die Bundeswehr-Wintermütze. Die gibt es derzeit sehr, sehr kostengünstig bei verschiedenen gebrauchten Militärgerümpel verkaufenden Händlern. Also wahrscheinlich der Bundeswehr-Shop, wahrscheinlich ASMC, mit Sicherheit auch Rare. Und das sind die drei, die ich kenne. Weiß nicht, ob es da noch mehr von der Sorte gibt. Könnte schon sein. Ich meine da mal irgendwann noch einen vierten gesehen zu haben. Also zumindest mal drei große. Mir völlig Wurst. Ich habe keinerlei Kooperation mit irgendwem von denen. Also geht mir ehrlich gesagt sonst wo vorbei, ob und wo ihr so ein Ding kauft. Und ne, nur zur Information. Es sind einige Bestände wieder von dem Zeug aufgetaucht. Und um dir ein bisschen die Laufzeit dieses Videos zu strecken, erkläre ich es nochmal kurz. Grundsätzlich gilt bei gebrauchten Militärkrempel, der wird irgendwann mal containerweise, also wirklich riesige Mengen davon aussortiert, weil man es halt in der entsprechenden Armee nicht mehr braucht. Das landet dann tatsächlich frei verkäuflich auf dem freien Markt und wird meistens dann eben auch containerweise bzw. kubikmeterweise in solchen Drahtgeflechtkörben von ja, größeren Handelsgesellschaften eingekauft und die verhökern es dann für ganz wenig Geld weiter. Bezahlt wird das Zeug übrigens lustigerweise nach Gewicht, ja? Also keine Ahnung, 500 Kilo Mützen kosten 100 Euro, was weiß ich. Und danach werden natürlich, wird sortiert und dann werden die Mützen selbstverständlich wieder einzeln weiterverkauft. Das führt dazu, dass es gerade wenn ein Gegenstand in großer Stückzahl verfügbar ist, wie momentan gerade diese Mützen, zu sehr, sehr günstigen Preisen kommt und ich meine, die gibt es derzeit ab 3,50 Euro ab, weil die großen Größen ein kleines bisschen teurer sind, dann bist du halt bei 4,50 Euro. Von mir aus 5 Euro, wenn du die größte Größe nimmst, die es gibt. Und das Schöne ist, es sind gerade so viele von diesen Wintermützen auf dem Markt gelandet. Oder was heißt gerade? Ich habe keine Ahnung, wie lange die da schon momentan verfügbar sind oder nicht. Aber es gibt sogar noch eine gewisse Auswahl, was die Größe der Mütze angeht, weil das ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Einfach nur so eine Mütze kaufen, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass die nicht passt. Ich zum Beispiel habe einen ziemlich großen Kopf und habe die größte Größe genommen, die es gibt. Und die passt mir. Die passt mir auch bequem, aber kleiner dürfte sie auch auf keinen Fall sein. Ne? Also da passt mein Kopf gerade so rein. Ich kann mit viel Mühe noch eine zweite Mütze hier drunter quetschen, sage ich euch gleich noch. Aber ja, mit viel Mühe, sage ich jetzt mal. So richtig, richtig komfortabel ist das nicht mehr. Und da würde ich eher noch eine weitere Mütze hier oben drüber ziehen, als da noch eine Mütze innen rein. Wer aber die Möglichkeit hat, weil er nicht so einen großen Kopf hat, eine kleine Mützensorte, Größe zu nehmen, der kann ja dann gegebenenfalls auch alternativ eine etwas größere nehmen und da dann vielleicht noch was drunter ziehen. Aber das zeige ich dann gleich. So, ne? Also die Dinger sind wirklich momentan spottgünstig zu haben. Ich drehe mal, dann könnt ihr sehen, die haben hier diese praktische Seitenlasche bzw. Seitenklappe, die wunderbar über die Ohren geht. Das führt übrigens dazu, dass man dann, wenn man die Mütze anhat, durchaus sehr viel weniger hört. Ja, also das ist schon, spielt schon eine Rolle, hat eine gewisse Dämpfung. Das ist vielleicht manchmal auch ganz angenehm, je nachdem, wo man sich befindet. Im Regelfall habe ich das eigentlich immer nicht so gemocht, dass ich weniger höre, wenn ich das Ding aufhabe. Aber es ist natürlich ums Ohr rum wirklich außerordentlich kuschelig. Die sind, ich sag mal, so gut wie winddicht. Ich würde jetzt mich nicht darauf verwetten, dass da überhaupt kein Luftzug durchgeht, aber zumindest leichter bis mittlerer Wind, da merkst du nichts davon, dass die irgendwas durch die Mütze durchwehen würde. Ja, wie gesagt, eben dieses Seitenteil, das fängt hier hinten, ich hoffe, man kann es sehen,
fängt das an, deckt so ziemlich den gesamten Hinterkopf ab, aber halt eben nicht mehr den Hals und geht dann hier vorne rum, schließt hier ungefähr so beim, in meinem Fall ungefähr beim Adamsapfel ist dann wieder Schluss und hat hier vorne dann dankenswerterweise auch wieder genug Platz, dass man den Bart raushängen lassen kann, weshalb ich persönlich das eigentlich mag. Ich weiß nicht, was meine Frau für Probleme hat, aber selbstverständlich hat sie recht, weil das hat sie natürlich immer. Ja, Geheimnisse einer guten Ehe. Frau hat immer recht. So, außer wenn sie mal nicht recht hat. Zum Beispiel, wenn ich angeblich den Müll nicht runtergebracht habe. Das habe ich natürlich selbstverständlich jederzeit getan. Über viele, viele Stufen und dann nochmal bestimmt mindestens 250 Meter, bis man endlich bei den Mülltonnen angekommen ist. In unserem Fall. Egal. So, andere Seite, selbes Prinzip. So, und dann gibt es hier oben noch einen leichten Schild. Ne? Im Prinzip ist das eine Dächli-Rappe. Ja, ich glaube, der Schweizer sagt Dächli-Rappe. Das ist dann eine Rappe, die ein Dächli vorne dran hat. Ja, also eine Schirmmütze. Ja, und das ist es im Grunde, was man von außen sehen kann. Jetzt kann man die natürlich nicht nur so tragen, wie ich das jetzt gerade tue, in der Es-ist-kalt-Variante, sondern auch noch in der Depp mit langen Ohren Variante. Ja, also dann quasi hier so mit rumlaufen. Das sieht dann meiner Meinung nach tatsächlich dämlich aus. Im geschlossenen Zustand finde ich nicht ganz so schlimm. Ne? Also das sieht schon ein bisschen dämlich. Man kennt das vielleicht von irgendwelchen alten Militärfilmen. Ich meine, bei Mad Max Fury Road haben diverse Leute sowas Ähnliches auf, allerdings in Leder und nicht unbedingt in, keine Ahnung, was das überhaupt für ein Stoff ist. Ich glaube Baumwolle. Ja, außen, ja, vom Gefühl her müsste Baumwolle sein. Und ja, sehr dicht gewebt, daher auch wahrscheinlich relativ winddicht. So, also das ist Variante 2, kann ich nicht wirklich empfehlen. Gibt auch keinen Grund, so rumzurennen, denn hier ist ein Klettverschluss dran, der lustigerweise immer noch sehr gut haftet. Das Ding ist Baujahr 1987, das nur am Rande angemerkt. Ja, aber du kannst diese Seite hier hochklappen und die andere Seite oben drüber klappen und mit dem Klett, mit dem man sich es auch unten zumachen kann, kann man sich es eben auch auf dem Kopf zumachen und dann hängen die Ohren wieder da, wo sie hingehören, nämlich an der frischen Luft. Und ja, ob das jetzt dumm aussieht, das muss man dann jetzt für sich individuell selber entscheiden. Aber in diesem Zustand ist das im Prinzip eine recht tief geschnittene Schirmmütze mit flauschiger Fütterung, die prinzipiell so eigentlich auch schon ganz schön warm ist. Ja? So. Das ist es im Grunde. Ich zeige euch noch ein paar Details von dem Ding und habe noch ein paar Rätsel dazu. Und ja. Ja, Detailansicht von innen. Das wäre das Innenleben. Man sieht hier, die hat hier so ein relativ flauschiges Vlies. Das ist wirklich, ja, es ist jetzt nicht ultimativ flauschig. Wie gesagt, das Ding ist Baujahr 87. Ja, aber schon kuschelig. Definitiv kuschelig. Fühlt sich total angenehm an. Kratzt nicht. Ich habe das Ding auch inzwischen schon mal richtig lange aufgehabt. Also ein paar Stunden. Und muss sagen, nö, da kratzt wirklich überhaupt nichts. Kratzt auch nicht im Bart. Wer erweiterte Gesichtsbehaarung hat, kratzt eigentlich sonst auch nirgends. Das ist, glaube ich, Vlies. Soweit ich das irgendwie erkennen kann, müsste es sich um Vlies handeln. Und im Inneren, krempeln wir sie doch einfach mal um, hat sie überall einen ähnlichen Vliesstoff. Der ist allerdings etwas abgenutzter bei meinem Modell. Ich weiß nicht, ob der ursprünglich mal ganz so flauschig war wie das hier. Ihr könnt sehen, das sind schon zwei unterschiedliche Materialien. Gefüttert ist die Mütze aber überall ein wenig. Tatsächlich oben gar nicht so sehr. Scheinbar ging man 1987 bei der Bundeswehr davon aus, dass der durchschnittliche Soldat Haare auf dem Kopf hat. Ja gut, hatte ich damals auch. Also nicht, dass ich 87 bei der Bundeswehr war. So alt bin ich nicht. Ne? Die Mütze ist geringfügig jünger als ich. So, jedenfalls, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, Außenmaterial könnt ihr hier nochmal in der Nahansicht sehen. Also ich meine, das sei eine feingewebte Baumwolle. Die ähnelt so ein bisschen dem generellen olivfarbenen Bundeswehrstoff, also so wie auch die alten Moleskin-Hosen, die alten Bundeswehrhosen in Oliv und so weiter und so fort. Sehr, sehr
robust eigentlich, macht einen tollen Eindruck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mal von jemandem getragen wurde, mein Exemplar hier konkret. Es kann auch passieren, dass man welche kriegt, die tatsächlich noch neuwertig sind. Ich meine, es steht dabei, es sei B-Ware. B-Ware heißt, war eigentlich im feldmäßigen Einsatz und ist nicht nur konstruiert, hergestellt worden und lag dann im Lager für 40 Jahre, bis sie dann irgendwann mal verkauft wurde, weil man feststellt, naja, jetzt liegt die schon 40 Jahre hier rum, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr an die Soldaten ausgeben. Die hier war wohl wirklich mal getragen worden. Ist danach natürlich auch gewaschen worden. Wie immer, wenn irgendwelche Ausrüstung den Besitzer wechselt, wird sie auf jeden Fall nochmal gewaschen. Zumindest sollte das so sein. An solche Vorschriften hält man sich im Regelfall ja ganz gut. Man kann ja der Bundeswehr vieles nachsagen. Aber dass die Lampe nicht geputzt ist, weil niemand auf dem Tisch gestanden ist, das verstehen jetzt nur Insider, das ist schon ein gängiges Kriterium. Ja? Also die Stube ist sauber, die Klamotten auch und alles andere ebenfalls sauber ist die Bundeswehr, also nach meiner persönlichen Erfahrung. Ja? So, interessant ist jetzt hat es hier drin noch diese komischen Lappen. Ja? Die haben eine Seite mit Mützenoberstoff, sozusagen Mützenaußenstoff, und auf der Innenseite haben sie dann wieder Fluschelflies. Ja? Und die kann man theoretisch jetzt da weitestgehend rausklappen, und wenn man dann mit ausgeklapptem Lappen, sage ich jetzt mal, die Mütze aufzieht, dann, ich zeige euch das mal, Schnitt, dann sieht das so aus, dass einem dieser Lappen noch so teilweise ins Gesicht hängt. Das kann, je nachdem, was man vorhat, vielleicht gar nicht so unangenehm sein. Ich finde das auch nicht unbequem. Und das erhöht das Flauschgefühl im Inneren der Mütze, weil wenn du die Lappen ausgeklappt hast, dann hast du ja am Kopf, innen in der Mütze, nur Flausch und nicht ein Band sozusagen aus diesem ja, hosenstoffartigen Material. Das ist zwar auch nicht unangenehm, aber so ist die Mütze tatsächlich flausch. Und dann hat man natürlich hier auch teilweise was übers Ohr hängen. Vielleicht ist das gedacht als so Mittelding zwischen das hier gleich runterklappen oder alternativ eben Doppelschutz fürs Ohr, einmal eben den Lappen drüber plus dann noch eben das Runterklappding drüber und das dann zumachen, und dann hat man verdammt warme Ohren. Ja, also das ist eine ziemliche Ohrenschutzmütze. Mir persönlich wäre es fast lieber, wenn sie hier oben noch etwas mehr gepolstert wäre und weniger Wert auf die Ohren legen würde, weil ja mangels Haare. Aber wie gesagt, wer Haare hat, hat andere Probleme. Ja, ich kann nicht mehr verifizieren. Ich meine Wintermütze, die ich damals hatte, die hatte diese Klappen, dieses ausklappbare Zeug nicht mehr gehabt. Die war aber auch schon Oliv. Ne? Da gab es Flecktarn. Ne? Da gab es die olivene Uniform nicht mehr, als ich meine kurzen 9 Monate abgeleistet habe. Und dementsprechend habe ich so ein Ding dienstlich nie besessen. Darum hat mir auch nie jemand erklärt, wozu diese komischen rausklappbaren Lappen hier gut sein sollen. Ja, was ich mir aber vorstellen könnte, das zeige ich euch jetzt mal eben. Das hier, das ist auch irgendeine Form von angeblicher Bundeswehrmütze. Die kann man als Nachbau, das ist also kein Originalmilitärteil wie die hier, sondern ein Nachbau, kann man die für auch ganz wenig Geld bei den eben eingangs erwähnten Militärgerümpel-Fachversandhäusern zum Beispiel erwerben. Aber auch diese Mütze, die übrigens auch gut unter den Helm oder unter meinen Hut, deswegen besitze ich die nämlich, passt. Das ist auch so semi bequem, aber in seltenen Situationen, wo ich unbedingt einen Hut aufhaben möchte, plus noch eine Mütze brauche, weil es halt kalt ist, dann ist das eine gute Kombination. Wie dem auch sei, es ist verdächtig, weil eben dieses eine Feld mit diesem Extra-Flausch nur an der einen Stelle hier auftritt und der Rest drumherum ist glatt. Ja? Also komisch, ich weiß es nicht, aber interessant wäre das dahingehend, dass diese Mütze, nee, die hat auch kein wirkliches Loch in dem umlaufenden Band. Ich habe jetzt gedacht, die wäre hinten dann vielleicht auch das Band zu Ende. Nee, aber es geht schon mehr oder weniger einmal in jedem Bereich. So, aber wenn man jetzt lustigerweise, angenommen, diese Mütze noch eine Nummer größer hätte, habe ich ja nicht, und klappt jetzt hier dieses ganze Bandmaterial, ich nenne das einfach mal so, die Flaps nach außen und stopft so eine Mütze dann da rein. Ja, und ich mache das einfach mal. Ich weiß nicht, inwiefern man das sieht. Und jetzt klappt man die ganzen Flapdinger wieder nach innen. Dann hat man im Grunde, wenn es dann größenmäßig passen würde, aber theoretisch habe ich den Eindruck, als könne man die eine Mütze quasi in die andere Mütze so ein Stück weit reinfalten. Vielleicht ist das aber auch nur Zufall.
Und vielleicht bilde ich mir auch das nur ein. Und wie gesagt, die müssten größenmäßig zueinander passen. Das ist hier ja nicht der Fall. Und dann hätte man aber im Prinzip noch eine Innenmütze zur eigentlichen Mütze. Dass das also so ein Zwei-Phasen-Mützensystem vielleicht gewesen ist. Ja, aber diese Mütze, wie gesagt, ich habe die dienstlich geliefert gar nicht bekommen damals. Ich weiß also nicht. Entweder wurde die erst hinterher erfunden, das glaube ich weniger. Oder die ist halt auch alt und dann würde es ja einigermaßen zusammenpassen. So, Tatsache ist, man kann sehr schön diese Mütze ausziehen und dann die andere drüber, zeige ich noch schnell. Also hier jetzt erstmal die grüne Nachbaumütze ohne Original-Militärherkunft. Und wie gesagt, wenn man jetzt die andere da drüber zieht mit den eingeklappten Flappdingern, dann ergänzt sich das tatsächlich sehr, sehr gut. Und es ist jetzt schon ein bisschen eng am Kopf, es ist aber auch sehr warm und lässt sich unten wiederum sehr gut zumachen. Und das ist also damit minus egal was im Grunde. Ja? Also dieses Zwei-Komponenten-System ist ja sowieso immer ein bisschen wärmer als ein dicker Stoff. Besser zwei dünnere Stoffe, sofern die nicht viel dünner sind. Und so halte ich es nicht lange aus. Wir haben jetzt gerade 4 Grad oder sowas und dann vergeht mir alles. Ne? Also das ist eine super, super warme Angelegenheit. Auch diesen Mützennachbau, den kriegt man für ein paar Euro. Der ist überhaupt nicht teuer. Ich glaube ein 10er oder was. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ne? Und dann hast du eine unglaublich warme Kopfbedeckung und wie ich finde, dadurch, dass es eben diese Bundeswehr-Wintermütze auch in Oliv gibt, gepriesen sei derjenige, der entschieden hat, die auszumustern, kann man auch zivil anziehen oder zumindest mal für einen Waldspaziergang. Ja? Flecktarn möchte ich ja bekanntlich nicht rumrennen, das will ich jetzt nicht schon wieder ausbreiten, das Thema, weil ich habe es doch tatsächlich geschafft, jetzt wahrscheinlich 20 Minuten zu einer ollen Mütze zu erzählen. Ja, manchmal zweifelt man schon an sich selbst. Gut, ja, aber das ist es jetzt tatsächlich auch gewesen. Ja, jetzt wird mir sehr warm am Kopf. Das so viel zur Bundeswehr-Wintermütze. Ich finde sie cool, aber natürlich ist sie potthässlich, weil meine Frau sagt, dass sie potthässlich und man damit wie ein Depp aussieht. Macht's gut.